Moin Leute, da sind wir wieder zurück in Ghost Recon Wildlands. Wir haben ja gestern aufgehört in dieser Region. Und zwar geht es darum, wir sollen uns hier mit dieser Dame da treffen. Ich würde aber vorschlagen, wir bemächtigen uns zuerst des Leutnants und gehen dann rüber zu Bowman. Genau. Markieren wir uns gleich und da könnten wir rein theoretisch auch zu Fuß hingehen. Denn wir müssen ja dann darüber in dieses Haus, wo Bowman ist. Also gut, dann latschen wir da schnell. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ja. So, wir wollen die Straße überqueren, einmal nach links und einmal nach rechts schauen. Wir haben sie aufgescheucht. Die Unidad ist im Anmarsch. Da ist irgendwo Grünzeug, das nehmen wir gleich mit. Kurz zur Info, ich habe mal die Controller gewechselt, jetzt spiele ich mal zur Abwechslung mit einem PS5 Controller. Und wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ich will hoffen, dass das Geruckel aufhört. Oder vermindert es. Hi, wie läuft's denn? Gracias. Viel Glück. Oh, haben wir das Ganze übersehen? Okay, dann laufen wir gleich weiter zu Bowman. Mach die Leute nicht nervös. Waffen unten halten. Gut, markieren wir uns jetzt gleich einmal, wo wir da hin wollen. Da hin. Dank Ramon Filis geheimen Daten haben wir genug Dreck, um El Cardinals Ruf zu ruinieren. Erlegen wir dieses Monster. Boah, das werden wir schon machen. Oh, da liegt ja aber auch ein Grünzeug rum. Ah, müsste in dem nächsten drin sein. Aber ja. Wir alles brauchen. Falls wir uns tatsächlich noch einmal dazu entscheiden, irgendwas auszurüsten, dann haben wir genügend Ressourcen. Oh, dann treffen wir uns gleich mit Bowman. Mit der heißesten Schnitte aus ganz Bolivien.
Warum sind wir hier? El Cardinal hält eine Predigt, um die Öffentlichkeit wegen des Kinderhandels zu beruhigen. Aber wir haben die Mittel, das Kartell zu diskreditieren. Zeigen Sie der Versammlung dieses Video, dann gibt es Chaos. Dann schnappen Sie Cardinal und nehmen ihn mit. Verstanden, sehen uns da. Auf diesem Stick ist der Video. Alles klar. Dann. Du beweist, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Wir senden das Zeug, wenn El Cardinal seine Rede hält. Shit. Statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Und entweder er kommt mit, oder er wird aufgeknüpft. Buenas, amigo. Hier ist euer Heli. Dankeschön, Pacatari. Ich weiß, was ihr ausrüsten könnt. Da müsste ich gleich einmal nachschauen. Nochmal Fertigkeiten, und zwar Drohne. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Tempo. Haben wir Medizin? Ja, auswählen. So, da haben wir Medizindrohne. Das passt ganz gut. Das passt. Wollt mal. Sehr eingeschätzt, Tom. Ich sehe einen Scharfschützen. Die Drohne ist oben. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ein Scharfschütze. Ich sehe 10. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Moment. Kann man so fast so ziemlich alle aufdecken? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Okay. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, ich muss die Position wechseln. Wir sind bei 15. Bereit. Auf deinen Befehl. Tango am Boden. Passt auf, der hat meine Alarmsicherung. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, das... Ich zähle 15. Oh? Gut, wir hören uns weiter vor. Das Geruckel ist, glaube ich, ein bisschen weniger geworden. Hochladen. Wenn es Alarm gibt, war's das. So, wir müssen erst alle ausschalten, wo wir da rein können. Geh in Position. Suche eine gute Position. Geh auf neue Position.
Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Bin schussbereit. Der Tango ist hin. Gut, wir können weiter. Voran. Sagen wir mal so, das Geruckel hält sich tatsächlich in Grenzen. Es ist nicht mehr so schlimm. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Alles klar. Geh in Position. Fast. Gib Zeichen. Hab ihn. Okay, bin unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden. Unterwegs. Kann loslegen. Ein Drecksack weniger. Was? Ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel markiert. Moment, suche eine gute Schusslinie. Auf dein Zeichen, Boss. Erledigt. Passt. Gut, dann gehen wir jetzt aber da runter. Hier ist ein Kartellorden. Nehmen wir gleich mit. Kleiner Gangster traurig sein. Natürlich werden mir hier auch Xbox-Controller Controller-Symbole angezeigt. Aber ist eigentlich wurscht, ne? Ach,
Meine Fresse, du. So, da haben wir das schon mal. Wahrscheinlich selber erschießen, den da hinten. Noch irgendwo was Grünes? Vielleicht in dem Haus drin, ne? Wenn wir bloß einen Plan machen, wie wir die Fünfe da vorne am sinnvollsten ausschalten. In der Santa Muerte Kirche. Drohne fliegt. Schauen wir nochmal. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel markiert. Der Tango ist hin. Moment mal, müssen etwas weiter vor, dann können wir gleich alle vier ausschalten.
Na gut. Ich sehe einen Narko, da drüben, in der Santa Muerte-Kirche. Na, dann brauchen wir die Drohne ja auch nicht mehr. Lassen Sie Gott aus dem Spiel. Es ist aus. Wenn Sie hier herauskommen wollen, sind wir Ihre einzige Option. Klar? Ja, ja, natürlich. Alles, was ihr sagt. Holt mich nur hier raus. Dann halt die Schnauze. Hier könnten Informationen sein. Ich sehe keine Informationen. Was für ein Jude? Keiner, ich habe keinen gesehen. Da wollen wir mal den fachmännisch verstauen. Oh, aufsetzen, Männer. Ich mach das, ich fliege. Los, weiter, Padre. Padre? Wagt es ja nicht, diesen ehrwürdigen Titel zu beflecken. Ich leiste den Menschen ihr geistlichen Beistand. Einer Gemeinde gehören Tausende von Seelen an. In einer Kirche, die vom Kartell gekauft und bezahlt wurde. Ich habe Sueño die Gemeinde anvertraut. Er ist wahrhaft gläubig. Er weiß, ich verkünde das wahre Wort Gottes. Ist Eitelkeit nicht eine Todsünde, Padre? Ich verschwende nicht länger meine Zeit mit euch. Die Lippen der Weisheit schweigen, außer für die Ohren, die verstehen. Ihr seid zu kleingeistig und zu verstehen. Diese Mausoleen sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Zier? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Mal sehen, was seine Heiligkeit Bowman zu sagen hat. Alles hat sich geändert, seitdem wir die Rede gesendet haben. Man sieht es in den Augen. Der Priester hat wohl ein Schweigegelübde abgelegt. Das sollten Sie mal lesen, wenn Sie im Knast sind. La conosco. Nota pudis. Wenn ein Sünder zum Beten in meine Kirche kommt, dann kann ich ihn nicht wieder fortschicken. Dann ist es meine Pflicht, dem verlorenen Schaf den Weg zu weisen. Das macht mich nicht zum Verbrecher. Nein, Geldwäsche macht sie zum Verbrecher. Ihre Kirche wurde auf dem Handel mit Kokain und dem Handel mit Kindern erbaut. Usted no entiende. Es tat mir um die Kinder so leid. Wenn das wahr ist, dann beichten Sie. Hier, bei mir. Befreien Sie sich jetzt von Ihren Sünden.
Frau Bowman, bei dir würde ich gerne beichten, du. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die richtige Position zur Beichtabnahme hat sie auch schon gehabt. Toll. Haben wir gleich ein Video an? Das Bild war zerstört. Der Traum war zerbrochen. Meine Kirche starb. Viele meiner Männer verließen mich. Die Campesinos hatten keine Angst mehr, mich zu beleidigen. Die, die mich hassten, sagten, ich hätte all das aus Stolz getan. Das Mausoleum, die Websites, die Bibel. Aus Eitelkeit, sagten sie. Doch hätten sie ihn sehen können, meinen Traum, hätten sie mich verstanden. Ich habe es für sie getan. Für die Sicarios, die Campesinos, also die Bauern und die Bergleute. Ich tat es, damit sie von einem besseren Leben träumen und sich vorstellen konnten, wie groß sie sein könnten. Wie groß sie und Santa Blanca sich gegenseitig machen könnten. Sie hätten profitiert. Doch wenn man hinter die Kulissen schaut, dann wird einem klar, dass die Magie nur aus Rauch und Spiegeln besteht. Und der Ruhm, den man für sich angestrebt hat, nichts als eine Täuschung ist. Wir überlegen, was wir als nächstes machen. Also, Malka haben wir abgeschlossen. Libertad wäre noch was. Villa Verde, Espiritu Santo haben wir gestern gemacht. Ich würde schon fast sagen, Villa Verde. Libertad, was haben wir da? Inca Camina, genau. Dann Mochocoyo, Rimanzo fehlt noch, Mediluna, Tabagal, Montepuco. Ich würde sagen, haben wir genau Villa Verde rauf. Und zwar, wenn wir schnell eine Blitzreise machen. Wieder stockdunkel. Nomad, das müssen Sie hören. Die ISA hat auf einer der Kartell-Webseiten eine Nachricht für Sie entdeckt. Eine Nachricht für uns? Es gibt sonst keine vier Amerikaner, die Swenio Ärger machen. Er sagt, er will reden. Er sagt, er will, dass ihr verhandelt, Kumbaya singt und Händchen haltet. Das Treffen ist ein Köder, aber auch eine Chance, Swenio rauszulocken. Klar, aber es ist auch eine Chance, dass sie getötet werden. Nichts kann verhindern, dass alles in einem Kugelhagel endet. Schicken Sie die Info. Wenn er eine Schießerei will, ist er bei uns richtig. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Das ist eine schlechte Idee. Bowman, ich verstehe. Schicken Sie die Info. Wir entscheiden. Schön. Von mir aus. Bowman, Ende. Kommen wir in eine neue Provinz? Ja, Villa Verde. Die Karte zeigt eine Hauptstraße, die... Ja, was machen wir denn? Wir könnten da als Schnee fliegen. Könnten wir rein theoretisch? Und das ist so Enos Vorschlag. Ja, da fliegen wir hin und dann gehen wir wieder retour. Das heißt, wir könnten das auch später machen. Scheiß drauf. Komm, wir machen jetzt folgendes. Fragezeichen, Fragezeichen, Leutnant, Kingslayer-Datei, Fragezeichen, Fragezeichen. Und dann fliegen wir schnell rauf auf die Mission hin. Und machen dann hier weiter, okay? Gut, mag jemand das gleich? Die Stadt Villa Verde führt. Ansonsten sieht es nach dichtem Busch aus. Klopfen wir mal bei Bowman an. Bowman, wir erreichen jetzt die Provinz Villa Verde. Neben zahlreichen legalen Coca-Farmen betreibt das Kartell dort eine Mine, aus der es sein Pyrolusit erhält. Daraus werden Chemikalien zum Reinigen von Kokain hergestellt, damit es schön weiß aussieht oder so. Diesen Produktionsschritt können wir für Sie lahmlegen. Wir wissen nicht, wer in Villa Verde das Sagen hat. Also Vorsicht. Sammeln Sie Informationen über den Buchon, bevor Sie losschlagen. Bowman, Ende. Ich kann das Labor sehen. Wir sollten Bowman anrufen, bevor wir den Ort eindampfen. Stimmt. Ich sag's ihr, dann kann sie schon mal das nächste suchen. Haben wir schon gefunden? Wir haben ein Pyrolusid-Labor. Gute Arbeit. Jetzt, da wir wissen, wie die aussehen können, lassen Sie mich schauen, ob ich noch andere in dem Gebiet finde. Und bingo. Ich leite die neuen Koordinaten weiter.
Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Sie sehen dich gleich. Unidad, Haley. Unten bleiben. Hi, wie läuft's denn? Gracias. Viel Glück. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Oh, nichts wird uns sehen. Setze Drohne ein. Ja, da raus. Ich sehe eine Art Lager am Flussufer. Reichlich Sicarios, reichlich Schnellboote. Logistisch ein guter Ort. Von hier können sie Vorräte und Kokain schneller transportieren. Was meinst du, wie viel PS diese Schnellboote haben? 1000? Warum denn so viel, wo ihnen doch der Fluss gehört? Du willst auch so ein Boot, oder? Scheiße, ja. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Wir sind jetzt bei 10. Ziel gesichtet. Hey, Sniper auf dem Dach. Geh in Position. Ziel markiert. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel verloren. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie war Ziel. Er ist erledigt. Okay, dann schleichen wir uns mal vor und uns das Dokument. Tango. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Feuer frei. Verstanden. Der Tango ist drin. Feuer. Okay. Oder geht's ganz schön zur Sache, wa? Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Claro! Tango ist tot. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Den nehmen wir doch gleich mit. Passt gut zu meinen Stiefeln. Halt, eins weiter. Hier die Meldung ist Abschluss bestätigt. Zwischen lokalen Cocareros und Minenarbeitern aus Barbechos sind blutige Unruhen ausgebrochen. Kein Gegner in Sicht. Nach Angaben sind die Minenarbeiter in den Pyrolosit-Minen von Santa Blanca. Hier ist alles sauber. Berüchtigt für ihre ausschweifenden Trinkgelage und ihr extrem fragwürdiges soziales Verhalten gegenüber Frauen.
Die Spannungen haben heute einen erneuten Höhepunkt erreicht, als einer der Minenarbeiter eine Dynamitstange in einem See warf. Als er danach befragt wurde, deutete der Minenarbeiter auf einen Paku, der Richtung Ufer trieb. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier dran. Zischen. Dieser explosive Zwischenfall führte dazu, dass eine Gruppe lokaler Fischer entschied, sich direkt bei dem Mann zu beklagen, wobei sie ihre Klage mit den Fäusten vorbrachte. Oh, da haben wir das auch aufgeklärt. Und jetzt springen wir darauf. Was zuerst da hier und dann ganz oben hier. Ist diese Richtung. Allzu weit ist es ja nicht. Nicht gering mal so. Die sind schließlich in Ghost Drop. Die Spezialisten sind hier. Also kriegen wir hier legal Koka? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe, klar. Lass die Finger vom Koka. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe, ich kriege kaum noch Luft. Halt's Maul. Allzu weit dürfte es nicht mehr sein. Ah, das ist da, die haben wir Alarm drücken. Alles klar, wir wollen jetzt da hinten hin. Vielleicht will er verhandeln. Vielleicht will er sie auch töten. Was auch immer. Passen Sie auf sich auf. Große Kartellbasis. Haltet die Augen offen. Handy. Ist keine USBV. Es klingelt zu oft. Sucht es. Da ist das Ding. Sollen wir rangehen? Ich fass den Scheiß nicht an. Ach, fuck. Ich sehe immer noch keinen. Was geht denn hier ab? Passt auf. Möglicher Hinterhalt. Hola, Caballeros. Hier spricht El Sueño. Welch eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden. Und ich dachte, wir treffen uns Angesicht zu Angesicht. Sag mir nicht, dass du spät dran bist. Verzeihen Sie die Hinhaltetaktik, aber Leute in unserer Branche müssen sich vorsehen. Doch ich bin kein Lügner. Da sind keine Sicarios. Keine Unidad. Ich will nur reden. Sag uns, wo du bist, dann reden wir. Ich will nur das Blutvergießen beenden. Es ist unnötig. Es ist schlecht fürs Geschäft. Und es ist schlecht für Bolivien. Dieses Land versucht seit Jahrzehnten, auf die Beine zu kommen. Treten Sie es nicht wieder zurück in den Staub. Sagt der Kerl, der das ganze Land zu seiner Hure gemacht hat. Erzählst du uns noch was Wichtiges? Vor Ihnen stehen 4 Autos. Betrachten Sie sie als Antrittsbonus. Sag das nochmal. Ich glaube, ich habe was an den Ohren. Willst du uns anheuern? Sie gehören zu den gefährlichsten Leuten auf der Welt. Natürlich will ich sie anheuern. Jeden Tag riskieren sie ihr Leben für ihr Land. Und man bezahlt ihnen casi nada. Gar nichts. Arbeiten sie für Santa Blanca. Dann verdienen sie mehr Geld, als sie sich vorstellen können. Sorry, aber mit Verlaub, fick dich ins Knie. Hör zu, wir sind nur hierher gekommen, um dich zu töten. Die Tatsache, dass du nicht hier bist, bedeutet nur, dass du noch etwas mehr Zeit auf Erden hast. Aber du solltest schon mal Abschied nehmen, denn wir werden dich finden und wir werden dich töten. Dann soll es so sein. Versuchen Sie Ihr Glück. Ja.
Den Zugehen oder den Krallen uns auch noch. Nähert sich. Bowman, wir atmen noch. Svenjo hat uns ein lukratives Jobangebot gemacht. Und? Haben Sie es angenommen? Kaum Sozialleistungen. Und wir sagten, wir würden ihn töten. Also haben Sie uns weiter am Hals. Soll mir recht sein. Bis dann. Hier ist eine Waffenkiste. Oh, die nehmen wir gleich mit. Geil, das kann ich gebrauchen. Oh, dann sind wir hier schon wieder fertig. Blick auf die Karte. Wir sind hier in... Wo sind wir denn überhaupt? Villa Verde zu Hause. Da würde ich vorschlagen. Wir fangen gleich mit dem da hinten an. Und uns gleich diesen Pünktchen. Oh, es wird Tag. Sehr schön. Wir fliegen der Sonne entgegen. Könnte man sagen, oder man könnte auch sagen, wir reiten in den Sonnenuntergang. Aber ich glaube, es ist eher der Sonnenaufgang, wa? Sonst würde man in die andere Richtung fliegen. Na, schon zwölf. Oh, das können wir uns doch bekannt vor, das da unten. Da waren wir doch gestern erst. Was haben wir gleich als nächstes? Die Drohne ist oben. Oh, da gibt es noch einen Leutnant, aber so an sich nichts zu holen. Das heißt, ja, ich denke, wir machen das. Wir landen einfach mal da. Und greifen uns den Leutnant. Schauen, dass wir das schaffen. Ich sitze, los geht's. Wie spät haben wir denn? 5.35 Uhr? Scharfschütze, ja, oben auf dem Turm. Hab noch einen Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hier ist Ziel Nummer 5. Also, den wollen wir haben.
bevor sie dich sehen. Junge, Junge, das war's aber. Kurz und knapp. Sie sind alarmiert. Oh Mann, mach hin, ey. Rede, du Wichser. Für diesen Scheiß werde ich nicht bezahlt, Cabron. Ich rede. Oh, mach mal Lärm. Zurückbleiben. Alle bereit. Feuer. Okay. Wir haben Verluste. Shit, Mann am Boden. Ich hab dich, halt einfach durch. Oh, so eine Shit, Scheiße. Das ist immer noch weh. Oha. Der Feind bekommt Verstärkung. Überraschung, Vollpfosten. Da sind wir nicht mehr. Na, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier ab. Wir haben das, was wir wollten. Oh, Gott sei Dank ist der Hubschrauber nicht ganz runtergerutscht. Jo, dann legen wir gleich da hin. Ich mach das, ich fliege. Dann werden wir hier diese Netzwerkstation schnell einnehmen. Ich habe hier eine Kartellsendestation. Wir sollten die Tür aufbrechen und das Kontrollterminal schrotten. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Hab das C4 scharf. Die Ladung ist scharf. Ganz vorsichtig. Verstanden. Na, kommt ja ran. Position. Sekunde, geh in Position. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Bin bereit. Bereit für den Angriff. Tango getroffen. Die sehen ein bisschen nervös aus. Los. Roger. Ziele markiert. Auf dein Zeichen.
So, auf, die werden wir uns gleich nochmal elegant wegholen. Mit Zinkschuss. Ich gehe in Position. Ich suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Gib Zeichen. Greife an. Da kommen sie. Was ist der Plan, Boss? Bereit? Feuer frei. Okay. Alles okay, alles okay. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Gut gemacht. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Wo sind wir, Joshi? Komm raus. Oh, da habe ich ihn weggelöscht. Das wollte ich schon immer. Chirurgisch entfernt haben wir den. Oh. Ah, die Rebellen sind auch da. Wahrscheinlich hat der Hubschrauber ist diesmal ja tatsächlich nicht in die Luft gegangen. Verdammt gut gesichert für eine Scheune. Zu Hause hatten wir nur Vorhängeschlösser für Scheunen. Den Scheunen zu Hause gibt's wohl nicht. Moment, da drüben muss noch ein Dokument geben. Nehmen wir gleich mit. So, das wären jetzt die letzten zwei Aktionen, was wir machen. Jedenfalls nichts im Wert von ein paar Tonnen Koka. Ich habe kein Ziel. Unidad Patrouille in unserer Richtung. Dokument mitnehmen und noch Aufklärungsdateien. Jo, zwei Kartellschützen. Sag mir wo. Dicht beim Lagereingang. Oh. Ich glaube, die haben eine Alarmdröte. Ich setze Drohne ein. Ja, habe ich mir schon gedacht. Einen Hauptmann. Ich sehe einen Scharfschützen. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Der Tango weiß, dass was faul ist. Wir sind hier. Ach so, das liegt wieder da draußen. Verstanden, unterwegs. Lass mich in Position erfasst. Hab das Ziel. Eröffne Feuer. Oh, passt schon. Und dann sollen wir gleich kämpfen. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Claro. Er ist tot.
Aber wir hoffen, dass er tot ist. So, dann schauen wir gleich das nächste. Innen hier. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder? Wir wollen jetzt gleich die Dokumente holen, wenn wir schon da sind. Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich Elway nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. So, dann haben wir hier gleich noch ein Dokument und ein Informationslager. Bowman, der Bolchon in Via Verde heißt Elway. Elway? Den kennen wir. Ich wusste nicht, dass er in Via Verde ist. Er verarbeitet das Pyrolusit, das zum Reinigen des Kokains benutzt wird. Ein Unidad-Leutnant namens Bento hat in der Anlage einen Unfall verursacht, bei dem Elways Gesicht verbrannt ist. Dann ist er leicht zu erkennen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento bei Elways Hackfresse lustig gemacht. Elway hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Swenny musste einschreiten. Hört sich nach einem guten Ansatz an. Schieben Sie Elway den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. Elway, das wird lustig. So, schauen wir uns gleich an. Ich weiß von einem Kartellsender. Weg damit. Das ist Pedro Gil, genannt Elway. Und ich kenne Ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert? Sie wissen, was Pyrolusit ist, oder? Ja, war mir auch neu. Pyrolusit, Schlüsselsilbe Pyro, ist das Zeug, das in der Provinz Via Verde abgebaut wird, um aus Coca-Blättern hochwertiges Kokain zu machen. Elways Vater war Bergarbeiter, wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte Elway nicht viele Optionen, bis ihm El Boquita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. Elway wollte Pyrolusit verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen Sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist Elway ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Unidad. Nur machen Sie niemals Witze über sein Gesicht. Keine Sorge, über die Hackfresse machen wir uns schon noch lange genug lustig. So, wir haben, oh, das sind ja noch Dokumente. Das heißt also, wir holen uns jetzt noch die zwei Dokumente hier, klären das Fragezeichen auf und dann sind wir hier bei diesem Stützpunkt. Okay. So, das machen wir jetzt noch. Lebensmittelkonvoi, na, brauchen wir nicht.
Im Tower ist es. Oh, lauf mal hier. Haltet die Knarren unten, wir wollen sie nicht erschrecken. Da, wo hier das Schloss ist. So, wenn wir dann weiter ins dann bis Stufe, ja, was weiß ich, durchgespielt haben, beziehungsweise müssen wir also eh nur gelegt haben, dann spielen wir Fallen Ghost danach. Ist schon noch eine Zeit lang Arbeit. Wo sind wir jetzt zu Hause? Wir sind auch plus 630 Meter da. Laufen wir schnell in die Richtung. Schauen wir mal, ob wir das per Fernaufklärung machen können. Voll. Freunde, ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, weil OBS tickt zur Zeit ein bisschen rum, aber egal. Ja, ich hoffe, ihr habt spannende Unterhaltung gehabt. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, wenn wir dann hier, da hier so uns nach unten vorarbeiten und dann die ganzen Aufklärungsdateien einheimsen und machen dann hier, glaube ich, den ersten Story-Einsatz da mit dem Drogenlabor Nummer 1. Okay, das sehen wir dann im nächsten Teil. Alles klar, bis dahin, so long, wünsche euch was. Am Mikrofon war's Toni, servus.